Ist das schön. Das macht einem gleich richtig Spaß. Wie geht es zu Swamp Man? Das war unser zweites Level. Und wir werden ihm jetzt voll eine überbrezeln. Gas, ich bin der Swamp Man. Das hoffe ich für dich, ja. Swamp Man. Bald der tote Swamp Man. Ready. Und wieder mit dieser leckeren Schokolade, die so rumblubbert. Schön. Wie viel Leben haben wir? Wieder zwei. Schön. Hey. Ich hoffe, dass wir das genauso gut funktionieren. Das Level haben wir auch ziemlich oft gemacht. Hui. Ja, tot. Und das mit einer Reihe Ladungen. Hui. Den erreichen wir noch nicht. Hui. Aber ja, Pressure Man besiegt. Der war ja so nicht sonderlich schwer. Ach ja, Hurricane. Werden wir mal ausprobieren? Na, okay. Ey, es wirkt ja gar nicht. Zwei Treffer, also wie ganz normal. Gut, dann wäre den M-Buster. Sehr unbefriedigend, dieser Hurricane. Hoffentlich wirkt es gegen Swamp Man, also gegen den Sumpf. Wind trocknet ja Sümpfe aus. Hitze allerdings auch. Das heißt, es könnte genauso gut dieser apokalyptische überlebende Mann sein, der hier wirksam ist. Obwohl, bei Mega Man weiß man ja nie, muss er nicht unbedingt logisch sein. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir Pressure Man besiegt haben. Wow. Es wird immer besser. Zuerst haben wir Nuke Man erreicht, zumindest erreicht. Und sterben gleich einen qualvollen Tod. Nein. Mann, oh Mann, oh Mann. Hui. Ja, und dann haben wir Pressure Man besiegt. Schön. Nein. Das ist zu kurz gesprungen. Das kann passieren. Macht nichts. Ich glaube, wir haben den Mittelpunkt bereits erreicht. Oder auch nicht. Juhu, Frustration. Sie kommen wieder. Nein. Naja, das Level ist nicht... ist nicht gerade fair, muss ich sagen. Hui. Hui. Ach ja, wir müssen ja nicht alles töten. Wenn man das noch bedenkt, dann ist es noch einfacher. Aber es ist Mega Man, man muss ja alles töten. Verrückter Mega Man. Na, einfach durchrennen. Es gibt keine besondere Belohnung, außer vielleicht Lebensenergie. Ansonsten war es das ja. Aber ansonsten, das Wichtigste sind ja die Bosse. Ansonsten, eigentlich sind die Roboter in diesem Spiel meine Verbündeten. Sie wissen es nur noch nicht. Wir müssen es ihnen sagen. Hallo Fledermaus, du bist mein Verbündeter, auch wenn du gar nicht aussiehst wie ein Roboter. Egal, du hast mir Energie gegeben. Dankeschön. So, jetzt an Ritter vorbei. Allerdings, hat sich erledigt. Ich wollte ihm irgendwas sagen. Aber das hat sich jetzt auch erledigt, denn er hat leider ins Gras gebissen. Hui, hui, oh, gut. Hier, geht durch unseren Kopf. Das heißt, der obere Teil von Mega Man ist absolut unrelevant für dieses gesamte Spiel. Man hätte ihn doch einfach kopflos ins Abenteuer schicken können. So wie ganz am Anfang, wo er kopflos in alles reingerannt ist, was ihn töten kann. Wahrscheinlich, weil er mit der MG-Engine lief. Keine sonderlich künstliche Intelligenz. Gute künstliche Intelligenz. Ja, aber jetzt wurde ja zum Glück das True-Add-on eingebaut. Ach, das macht also überhaupt keinen Sinn. So, weiter springen, hüpfen. Am Mechano. Was? So weit ist er noch nicht. Was? Seit wann springt der denn so weit? Überraschung, Überraschung. Hey, wir müssen MG irgendwas Neues zeigen. Er findet das alles viel zu einfach. Also verarschen wir ihn einfach mal. Ja, vielen Dank. So, den müssen wir unbedingt töten. Aber den hier. Auch. Mist. So. Okay, der muss weg. Wir kommen auch gleich an ein Leben. Direkt rechts von uns ist der Sumpf, in den ich immer reingefallen bin. Der Schokoladensumpf. So, mal kurz was nachgucken. Hurricane, aufladen. Ja, genau, zum Aufladen ist es. Wird er uns auch diesmal wieder magisch anziehen? Wir werden sehen. Auf jeden Fall holen wir uns erstmal das Leben. Ah ja, das ist das Leben. Das eine Leben. Aber wir halten uns gut. Wir halten uns gut. Wir müssen mit den Beinen schießen. Nicht vergessen. Sogar sein Kopf geht durch die Plattform.
Ja? Eigentlich muss man den hier gar nicht töten. Den hier muss man töten. Rechts geht's weiter. Allerdings geht's auch... geht's auch hier oben weiter. Wahrscheinlich Schrauben oder... sowas. Mist. Ich will nicht wieder in den Sumpf fallen. Schokolade. Ich mag Schokolade. Wir kommen dort nicht hoch. Gott, brauchen wir Rush? Sag mir nicht, wir brauchen Rush. Immerhin, dort oben ist ein Gegner. Das heißt, dort oben gibt es irgendwas. Mist, wir brauchen Rush. Wir haben Rush noch nicht. Ich will nicht Rush. Na gut. Müssen wir eben abwarten. Eins nach dem anderen. Oh. Ah, eine Schraube. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Ich schau mal nach, wie viele Schrauben wir damit erhalten haben. Vielleicht haben wir auch mehrere erhalten. Kann gut sein. Vielleicht werden sie mehrfach gezählt. Hä? Wo stehen die denn? Nein! Zurück. Die werden hier gar nicht gezählt. Schade. Wäre interessant geworden. Naja, das werden wir dann sehen beim Shop. Beim Einkauf. Wer wird uns neue Schuhe kaufen? Ach, ich hab die hochhackigen. Mann, nimm die, du Pussy. So. Weiter geht es. Alles uninteressante Gegner, bis auf den hier. Ja. Und die Fledermaus natürlich. Und der Mr. Frosch-Typ und Mr. Fledermaus-Typ. Nee, Mithril-Typ. Weiter auf die nächste Map-Typ. Okay. Wahrscheinlich haben wir einen Mittelpunkt. Oder sogar noch einen weiteren Mittelpunkt erreicht. Noch einen Mittelpunkt, ja. Dann haben wir ein Drittel erreicht. Weiter. Mithril. Oh, Mist. Ich könnte eigentlich springen. Das ging jetzt irgendwie... war abzusehen. Oh, ja, jeder Mithril trifft mich jetzt. Möchte noch irgendjemand? Haben noch nicht alle getroffen. So. Ach, bringt einfach gar nichts. Ja, dankeschön. Energie. Nein! Ach so, so, zum Glück haben wir noch ein bisschen Energie. Danke, dass wir noch ein bisschen Energie gegeben. Weiter. Wir sind wahrscheinlich gleich beim Boss. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Tipp. Okay. Mithril. Schokolade. Energie. Tod. Mithril. Fledermaus. Tod. Alles tot. Oh, und super. Noch mehr Energie. Das Spiel ist freundlich zu uns. Ach ja, wir müssen es mit den Beinen bzw. den Füßen aufsammeln. Ich hab's vergessen. Der obere Teil von Mega Man ist irrelevant für dieses Spiel. Ein Schokoladenschnapper. Ja, friss ruhig weiter, mein Freund. Ich weiß. Schokolade ist einfach lecker. Allerdings wuchert das hier so in der Erde herum. Eklig. Obwohl, nee, hier ist ja eine metallene Schalung. Also iss ruhig weiter, mein Freund. Meine kleiner Bärenfallentyp mit dem Düsenantrieb. Tod, tot, tot. Tot. Du bist tot. Du bist auch tot. Tot. So, wir sind beim nächsten Boss. Wir machen uns doch. Wir haben noch wie viel Leben? 2 Leben. Oh, haben wir zwischendurch Leben verloren? Ich bin ja in die Schokolade gefallen. Mist. Gut, hören wir uns an, was er zu sagen hat. Swamp Man. Pitch Patsch, komm in meinen Giftschlund. Pitch Patsch, komm in meinen Giftschlund. Niedlich. Oh, wow. Also nur kurze Sprünge. Der schießt sehr schnell. Oho. Das ist jetzt mal was Neues. Hui. Wow. Oh, krass, was zur Hölle. Cool. Ich muss sagen, das ist cool. Okay, wir versuchen uns mal aufzuladen. Oh, der schießt sehr schnell. Oh. Du bist mein. Ja, oh, ich glaube auch. Bist du schwul oder was? Mann. Ja. Ausweichen, das ist echt... Das ist ein guter Kampf, gefällt mir. Okay. Nein! Der schießt sehr schnell. Da muss man wirklich gut aufpassen. Sehr exakt sein. Ist ein bisschen schwieriger als Pressure Man. Der hat doch sehr viel mehr drauf als Pressure Man. Er hat mehr Attacken. Gut, dann komm her, Swamp Man. Komm her. Komm zu Daddy. Pitch Patsch, komm in meinen Giftschlund.
Mach ich. Was? Nein. Du bist mein. Ja, ich bin dein, ich weiß. Downs, bounce. Bounce, 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 bounce. Na, oh, ist okay. Ganz toll. Nein! Was? Nein! Nein, 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 nein. Nein. Der, also, der ist schwer. Der ist richtig schwer. Ready. Wahnsinn. Unser letzter Versuch im nächsten Video. Bis gleich.